Hallöches und herzlich willkommen im Club. So, heute geht es um das ökonomische Prinzip und wir schauen uns wie immer zunächst einmal die Grundlagen an. Vielleicht könnt ihr mir ja mal so ganz spontan sagen, was denn die Ökonomie überhaupt ist, weil da steckt das Wort ja drin, Ökonomie in ökonomisches Prinzip. Und es gibt ein zentrales Ziel des ökonomischen Prinzips. Was bitteschön verfolgt dieses Prinzip? Die beiden Fragen habe ich an euch. Einmal kurz überlegen, auf Pause-Taste drücken, wenn ihr wollt. Und dann eure gedachte Antwort mit der meinigen vergleichen. Und das könnt ihr auch mit allen anderen Fragen genauso tun. Ich will mich jetzt hier nicht ständig wiederholen. Ich bin ja keine Schallplatte mit Fehlfunktion. So, also Grundlage. Fragen habe ich gestellt, jetzt kommen die Antworten. Die erste Frage war, was bedeutet Ökonomie? Antwort, die Ökonomie ist die Lehre der Wirtschaft. Und demzufolge beantwortet die Ökonomie die Frage, wie funktioniert die Wirtschaft? Ja, ist ein sehr komplexes Thema, die Wirtschaft, die nach bestimmten Funktionen funktioniert. Und ein Ökonom sollte jemand sein, der diese Lehre der Wirtschaft verstanden hat und auch anzuwenden weiß und deswegen auch natürlich dann erfolgreich ist. Ne? So, dann die zweite Frage, was ist das zentrale Ziel des ökonomischen Prinzips? Die Frage hatte ich gerade an euch gestellt und die Antwort hierauf wäre, mit den knappen Gütern, die wir ja hier haben auf unserer Welt, eine bestmöglichste Befriedigung der Bedürfnisse zu erzielen. Das ist das zentrale Ziel des ökonomischen Prinzips. Knappe Güter ist zum Beispiel, ein knappes Gut ist zum Beispiel Erdöl oder auch Aluminium, ob die ganzen Bodenschätze, irgendwann sind die ja mal ausgehoben, dann sind sie weg, also ist das Gut knapp. Unendlich vorhanden ist Luft und Meerwasser zum Beispiel. Ja, also Meerwasser wird so schnell nicht verschwinden von unserem Planeten. Und Bedürfnisse, die Definition hatte ich im Video Bedürfnisse, Bedarf und Nachfrage einfach erklärt, euch bereits kundgetan. Hier eine kurze Zusammenfassung. Wenn wir Bedürfnisse haben, empfinden wir einen Mangel. Einen Mangel. Zum Beispiel, wir haben einen leeren Magen, wir haben Hunger. Also haben wir das Bedürfnis nach Nahrung, weil es uns an Nahrung mangelt. Und wenn wir diesen Mangel beseitigen, also zum Beispiel uns was zu essen kaufen und dann satt sind, dann sind wir zufrieden und glücklich. Wenn ihr hier mehr wissen wollt, bitte guckt euch das Video an. Somit können wir sagen, ist das ökonomische Prinzip ein Regelwerk für wirtschaftliches Handeln, denn wir können Prinzip mit Regel übersetzen. Und indem wir einfach dann an die Hand bekommen, quasi also eine Art Checkliste, kann man sagen, wie wir wirtschaftlich handeln, also rational handeln. Es gibt auch den rationalen Käufer, der rational kauft, also vorher überlegt, brauche ich das wirklich? Und es gibt den spontanen Käufer, der das nicht macht, der geht nach den Gefühlen und sagt, ach, das ist aber fein, das ist aber schön, das kaufe ich mir jetzt, ne? Und dann nimmt man das mit nach Hause und es vergammelt in der Ecke, ja? Weil für den einen Moment war das toll, aber im Endeffekt brauchen wir es gar nicht, ne? Und das ökonomische Prinzip hilft uns beim wirtschaftlichen Handeln. So, jetzt aber genug gefachsimpelt zum Thema Grundlagen, denn wir kommen jetzt zum Maximalprinzip. Und wir können nämlich das ökonomische Prinzip aufsplitten in das Maximalprinzip und das Minimalprinzip. Und die Frage an euch, was ist das Maximalprinzip? Antwort. Das Maximalprinzip ist, wenn wir mit gegebenen Mitteln maximalen Erfolg erzielen wollen, ja, also wir wollen mit gegebenen Mitteln maximalen Erfolg erzielen. Und hier habe ich auch das Fachwort, also das Maximal aus Maximalprinzip in die Antwort mit eingebaut, damit ihr das euch besser merken könnt. Und auch hier ein Beispiel, weil das sind mehr als 1000 Worte. Stellt euch vor, ihr habt 100 Euro in eurem Portemonnaie, nicht mehr und nicht weniger. Und ihr wollt mit diesen 100 Euro maximale Lebensmittel einkaufen, weil auch ihr als Naturbiss braucht ja was zu futtern, wir alle anderen Menschen auch.
Aber ihr wollt halt so viel wie möglich für diese 100 Euro bekommen. Und deswegen habe ich auch hier hingeschrieben in Klammern, so viel wie möglich für diese 100 Euro. Also sind die 100 Euro das gegebene Mittel. Mittel kann ja eine Sache sein, aber auch Geld. Und der maximale Erfolg sind die maximalen Lebensmittel. So, ich denke, das ist soweit einleuchtend. Nun das Minimalprinzip. Was bitteschön ist das Minimalprinzip? Antwort. Minimalprinzip bedeutet, für einen vorgegebenen Erfolg wollen wir minimalste Mittel ausgeben. Auch hier ein Beispiel. Wir wollen eine PlayStation 4 kaufen. Das ist eine Spielekonsole, für dich, die es nicht wissen, aber ich denke, 90% aller Azubis wissen, was eine PlayStation 4 ist. So, und dann ist diese PlayStation 4 der Erfolg. Ja, die wollen wir ja haben. Und im Wort Erfolg steckt das Wort Volk oder Folge. Und Erfolg ist sozusagen das, was folgt. Und das wäre halt die PlayStation 4 zu kaufen. So, aber dafür wollen wir so wenige Euros wie nötig ausgeben. Denn wir haben nicht so viel Geld als Azubi. Und deswegen gucken wir uns Angebote an, warten auf Aktionen, warten, dass Sony die Preise senkt. Oder es gibt da solche Feeds, die man abonnieren kann, My Deals, Your Deals, wo man auch dann ganz tolle Angebote bekommt, wo man 50, 100, 50 Euro, 100 Euro sparen kann im Vergleich zum regulären Verkaufspreis. Denn wir wollen so wenig wie möglich ausgeben, um unsere heiß begehrte PS4 zu bekommen. So, das ist das Minimalprinzip. So, jetzt haben wir hier die Ökologie. Was bitteschön hat die Ökologie mit der Ökonomie zu tun? Eine ganze Menge. Und das erkläre ich euch jetzt auch mal kurz, vielleicht mal überlegen, was ihr euch da so, was ihr darüber so wisst, was ihr in der Berufsschule eventuell gelernt habt. Ökologie und Ökonomie. Hier kommt die Antwort. So, zunächst einmal die Frage, was ist die Ökologie überhaupt? Antwort, die Ökologie ist die Lehre des Lebensraums von Lebewesen. Und hier auf der Erde haben wir, was für Lebewesen haben wir auf der Erde? Nein, keine Außerirdischen. Genau, Menschen, Tiere, Pflanzen. Wir sprechen ja nicht von Melmac. Da wohnt der Alf und andere Viecher. Wir sprechen von der Erde. Hier haben wir Menschen, Tiere, Pflanzen. Das sind die Lebewesen. Und das ist die Lehre.